Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Let's Talk About Holzbau. Heute, wie angekündigt, ein kleiner Geheimtipp für alle Zimmerer mit wenig Platz. Folgende Situation. Wir haben eine relativ beengte Halle und möchten dort trotzdem eine kleine Produktionslinie mit zwei Montagetischen für Wandelemente einrichten. Diese möchten wir beidseitig beblanken. Nun, die erste Seite zu beblanken, kein Problem. Tja, aber um die zweite Seite zu beblanken, müssen wir die Wand einmal wenden. Nun, normalerweise brauchen wir dafür entweder einen weiteren Montagetisch außerhalb der Linie, um die Wand einmal zu wenden, oder den Platz, um die Wand 180 Grad zu drehen. Was aber, wenn wir beides nicht haben? Mit Hilfe eines Hallenkrans gibt es hier eine patente Lösung. Auf Tisch 1 wird die Vorderseite beblankt. Der Obergurt wird am Hallenkran angeschlagen. Tisch 1 wird aufgestellt und das Element mit dem Kran zu Tisch 2 transportiert. Dieser stellt nun in die andere Richtung auf und das Element kann wieder bequem abgelegt werden. Tisch 2 senkt ab und nun kann ohne Probleme die Rückseite beblankt werden. Eine sehr simple Lösung, ideal für beengte Verhältnisse und einfach in der Umsetzung. Wenn euch also bisher aufgrund von Platzmangel keine Produktionslinie möglich war, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Bis dahin, eine gute Zeit.